Solche Gestalten begegnen einem nur auf einem Kontinent. Australien. Das Land hat sich ein unverwechselbares Wappentier gewählt. Das größte aller Beuteltiere. Jeder kennt das Känguru. Und davon gibt es rund 60 Arten. Die meistverbreitete Art ist das rote Riesenkänguru. Man kann das Erstaunen der ersten Forschungsreisenden nachfühlen. Ein Hase, der Sprünge macht wie ein Hirsch oder wie eine zu groß geratene Wüstenspringmaus. So beschrieb James Cook dieses Geschöpf, das er beim Betreten des unbekannten Landes erblickte. Tatsächlich könnte es einem fantastischen Tierbuch aus dem Mittelalter entstammen. Ausladendes Hinterteil, schmächtiger Oberkörper, zu kurze Vorderbeine, ein Hasenkopf und ein Riesenschwanz, der als Stütze dient oder fürs Gleichgewicht sorgt. Bei normaler Geschwindigkeit legt es 20 bis 25 Kilometer pro Stunde zurück. Aber es kann auch auf 40 und über kurze Strecken sogar auf 60 Stundenkilometer beschleunigen. Wir sind im Süden Australiens, im Buschland. Dort steigt das Thermometer in der Trockenzeit auf über 40 Grad. Das rote Riesenkänguru hat sich dem bestens angepasst. Zu warm? Dann leckt es sich die Vorderbeine. Der Speichel verdunstet, das kühlt den Körper. Da seine Nahrungspflanzen 20 bis 30% Wasser enthalten, kommt es ziemlich lange ohne Trinken aus. Wittert es aber nicht weit vom Weg einen Tümpel, macht es selbstverständlich einen Abstecher. Die Flussarme oder Wasserlöcher, die auch in der Trockenzeit fortbestehen, heißen Billabongs. Für die im Busch lebenden Tierarten sind es rettende Oasen. Sehr oft müssen die Kängurus kreischende Trinkgenossen ertragen. Die Nacktaugen-Kakadus. Sie kommen mit Vorliebe in großen Schwärmen. Hier haben sie am frühen Morgen ein zum Trinken ideales Gestänge besetzt. Dieses Junge sucht Schutz bei der Mutter. Es ist kaum 2 Jahre alt und die lärmenden Waschungen der Kakadus machen ihm Angst. Jacke wie Hose, beide weiß. Bei den Nacktaugen-Kakadus sehen Männchen und Weibchen absolut gleich aus. Es herrscht die lebenslange Einehe. Und sobald die Paare mit ihrer Brut beschäftigt sind, halten sie sich fern vom Schwarm. Nur die heranwachsenden Vögel bleiben als eine Art Jugendbande beisammen. Sie sind noch auf der Suche nach dem Traumpartner. Die Morgenröte ist dem hellen Tag gewichen. Die Kängurus zieht es zur Herde zurück. Diese Gestalten am Himmel sind Kraniche. Der in den Tropen heimische Sarus-Kranich setzt elegant seine außergewöhnliche Spannweite von 2,40 Meter ein. Die Sarus-Kraniche erreichen mit dieser Tragfläche eine Fluggeschwindigkeit von fast 80 Stundenkilometern. Die 3000 Kilometer, die zwischen dem trockenen Süden und den üppigen Regenwäldern von Queensland im australischen Nordosten liegen, würden sie also in wenigen Tagen überwinden. In dieser smaragdgrünen Kulisse betritt ein Künstler die Bühne. Der Victoria-Paradiesvogel. Mit Bedacht hat er diesen Ast stumpf gewählt. Hier kann er sein schillerndes Gefieder ins rechte Licht rücken.
Schließlich will er von möglichst vielen Weibchen gesehen und gehört werden. Eines scheint interessiert zu sein. Jetzt der große Auftritt. Nicht schlecht für den Anfang, aber das Weibchen erwartet mehr. Beim Victoria-Paradiesvogel überrascht das unterschiedliche Federkleid der beiden Geschlechter. Das gilt für alle Paradiesvögel. Die Männchen verausgaben sich in extravagantem Gefieder und in Balzspektakeln. Die unauffälligen Weibchen treten als Punktrichter auf. Zum Partner erwählen sie den Künstler, der am meisten zu bieten hat. So streng ihr Blick auch sein mag, solange sie dem Balzplatz nahe bleiben, besteht noch Aussicht für den Werber. Dieses Weibchen ist noch unschlüssig. Es braucht eine Zugabe, bevor es sich entscheiden kann. Der Werber betritt noch einmal die Bühne und wiederholt seine Nummer. Gewonnen. Das Weibchen hat sich betören lassen. Es ist dem Charme des Männchens erlegen, aber es weiß genau, worauf es sich einlässt. Der Paradiesvogel verführt das Weibchen, besteigt es und das war's auch schon. Legen, Brüten, Füttern der Brut sind allein Sache des Weibchens. Das Männchen taugt nur für die Parade und für die Samenspende. Aber natürlich bedarf es da äußerer Vorzüge und eines gewissen Bühnentalents. Vögel, die da weniger aufweisen können, haben andere Wege gefunden, den Hof zu machen. Einer von ihnen geht im selben Wald zu Werke, aber im Gartengeschoss. Der Seidenlaubenvogel. Da sein Gefieder nicht allzu prachtvoll ist, setzt er auf sein Talent als Landschaftsgärtner. Seit Tagen schon arbeitet er an dieser Hochzeitslaube, einer Allee aus Halmen und Ästchen. Anscheinend hält er sein Werk für vollendet, denn gerade hat er eine Samenfrucht aufgepickt, eine stolze Gabe, die das Weibchen endgültig geneigt machen dürfte. Leider hat der Dame nichts von all dem gefallen. Das Männchen muss nachbessern.
Dieses Bauwerk ist nicht für das Gelege bestimmt. Das Nest wird das Weibchen allein bauen, sobald die Paarung erfolgt ist, hoch oben in einem Baum. Die Laube ist eher eine Junggesellenwohnung für flüchtige Liebschaften.